Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Dismantle. Ich bin gespannt, was uns hier oben erwartet. Wahrscheinlich nichts Dramatisches. Wobei, doch, irgendwas müsste sich... Also irgendwas kommt hier immer bei rum. Seien es irgendwelche Digging-Spots oder... sonst irgendwas Nettes. Gucken wir mal hier auf jeden Fall auf den ersten Blick nicht. Okay. So. Na, das geht ja natürlich nicht damit. Also ich meine, es ist allein schon nett, um irgendwie die restlichen Monster hier wegzukriegen. Dafür ist das schon okay. Ich glaube, hier in dem Gebiet wird einfach noch nichts sein. Auch, ne? Das wird einfach wirklich nur der Durchgang sein. Zu dem hier. Und hier wird am Ende vermutlich irgendwas sein. Dazwischen drin. Aber ich schätze mal echt, dass hier irgendwo was kommen wird. Moment, da kommt ja noch ein Gebiet danach, ne? Oder? Naja, da kommt noch eins danach. Da kommt auf jeden Fall nichts. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich einfach hier hoch. Wäre zumindest so das Naheliegendste. Und wir sprengen jetzt damit das Mana Rift weg. Das wäre auch richtig tragic gewesen. Warte, da steht noch irgendwas. Was auch immer das war. Weg damit. So, einmal öffnen. Rein da. Dann sind wir hier. Boxen einmal kurz den Kleinkram hier weg. Und das ist halt safe ein Digging-Spot. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und da müssen wir auf jeden Fall buddeln. 100 pro. Fische. Wirklich. Aua. Soll es das gewesen sein? Ist auf jeden Fall noch eine Menge am Start. Da können wir da mal langpilzen. Ach, das ist der furchtbare Gang. Da war ich noch nicht wieder. Ja, ja, okay. Da falle ich bestimmt auch irgendwo rein. Okay, hier ist halt auch einfach safe nichts weiter am Start, ne? Das, ja, nun. Also, den Aufriss nur für den Dinging-Spot, ich weiß ja nicht, aber sei es drum. So, hier muss ich jetzt echt drauf achten, wo ich hinlaufe, weil hier bricht der Boden irgendwo weg. Aber wir haben schon keinen Platz mehr für die Mana-Perlen. Rifts sind gefühlt zu 100% nur für die Dinging-Spots, ja. Aber für so ein paar olle Fische ist das halt schon lahm, oder? Also dann lass da halt wenigstens noch mal eine Handvoll Mana Pearls mit drin sein oder so. Das könnte ein Digging-Spot sein. Das ist einfach nur Deko, okay. Das sagt schon Vorsicht Fußboden. Zuflucht für alle, die herkommen. Ein Gegner noch. Können Digging-Spots eigentlich unter Steinen sein? Ich glaube nicht, ne? Oh, wir wollten ja noch dieses Farmhaus auseinandernehmen, ne? Das geht jetzt halt einfach legit richtig gut. Wie gut, dass wir das bislang einfach nicht gemacht haben. So jetzt nur nirgendwo runterstürzen.
Irgendwo sind hier noch Fallen. Du zahlst 75 bis keine Ahnung wie viel Mana und bekommst halt Zeug, was du woanders findest. Ja. Also es wäre halt cool, wenn man durch die Mana Rifts auch einfach mal was anderes bekommen würde. Also halt irgendwas Fetziges. Aber wenn die halt nur für irgendwie Gaming-Spots sind, ist das halt super lahm. Aha. Dieses Haus hat so gelitten, Alter. Du wünschst, du hättest das Farmhaus erst später gemacht. Ich bin froh, dass ich es bislang nicht gemacht habe. Es ist einfach so gut, ne? Und ich wusste, dass Endgame-Werkzeuge kommen, aber nicht, dass die bei Holzwänden so reinhauen. Das war mir nicht bewusst. Also von daher bin ich echt froh, dass ich das vorher nicht weggeräumt habe. Und das sind... Was ist da oben? Keine Holzwände? Nee, ein Raum tatsächlich nicht. Okay. Vor allem dieses Farmhaus vorher Platz zu machen, bringt halt auch gar nichts. Du brauchst da einfach diese Tonnen an Holz vorher nicht, ne? Also das mache ich jetzt auch einfach nur platt, weil ich es platt machen kann, weil es Spaß macht. So, der Rest geht dann wohl mit Löhrhandschuhen. Noch mal ein Stück Ziegelwand. Spannend. So, dann ist das auch weg. Dann... Hauptsache die ganzen Regenrinde stehen noch. Das ist das Wichtigste. Haus hat erstaunlich wenig Heizkörper gehabt. Oder wir haben vorher schon mal welche platt gemacht, aber zwei Stück ist jetzt halt echt nicht so viel. Aber vielleicht, ah ne, da ist noch ein dritter. Die sind wahrscheinlich auch noch irgendwo versteckt jetzt unter den ganzen Items. Okay, wir sind zwar eigentlich direkt neben dem Lagerfeuer, aber passt schon. Wir machen das jetzt trotzdem mal so, weil es schneller geht. Also falls wir vorher Holzmangel gehabt hätten, jetzt nicht mehr. Sag mal, habe ich den... Doch, nicht total. Magnet wirkt nur sehr seltsam. Okay. Ey, wie schnell es einfach geht, ne? Ist es so gut. Warum kam aus dem Strohballen da Metall raus? Ach, das weiß niemand. Oh, was wir gerade mal abbauen können, ist jetzt einfach das Teil. Fällt mir gerade so auf. Gut, dann lagern wir das einmal kurz ein. Füllen unsere Charges wieder auf. Das ist das, was ich sagen wollte. Scannen mal am Turm, wo der eine verbleibende Gegner ist. Wenn der halbwegs in der Nähe ist, machen wir den. Wenn nicht, gehen wir in die City. Das ist so der Plan. Hier steht noch Zaun. Das ist unfassbar. Pflanze, ja gut möglich. Oh, ja, dann können wir die Hütte auch noch fix machen. Das ist ja schnell erledigt.
Die hat nur so 10 Wände oder so. Halt, da ist noch Zaun. So, den auch noch weg. Monster-Scan. Da, das ist in der Tat gar nicht so weit weg, oder? Das ist hier irgendwo. Ja, komm, wir schauen einmal kurz. Es wäre halt voll gut, wenn man hier noch ein bisschen ranzoomen könnte. Und das ist quasi so etwas oberhalb, das ist im Planquadrat P29. Das ist hier. Irgendwo hier so. Na, gucken wir mal, das ist ja quasi direkt neben dem Schrottplatz. Da wackeln wir jetzt einmal darüber. Wo war doch gleich die Brücke? Und da vorne. Dann gehen wir einmal hier durch. Und dann sind wir doch eigentlich schon mehr oder minder da. Oh, da ist noch eine Angelstelle, die wir noch nicht gemacht haben. Wie gut. Und da unten sehe ich schon das Monster. So. Ja, nice. Dann haben wir doch das auch erledigt. Warum haben wir denn die Angelstelle noch nicht gemacht? Ich bin entrüstet. Hatte ich wahrscheinlich andere Sorgen. Da war ich noch heiß auf den Hammer. Als wir hier angekommen sind oder so. Da sind vor allem noch Bäume. Ja, die sind noch überall tausende von Bäumen. Ich habe da mit Sicherheit gesagt, oh, eine Stelle zum Fischen, aber das sage ich ja gefühlt ständig. Das heißt aber nicht, dass ich die dann auch direkt mache. War hier nicht ein Lagerfeuer? Oder? Nee, offenbar nicht. Ich wechsle das, glaube ich, gerade mit einer anderen Stelle. Aber hier war schon auch der Durchgang, den wir freigeklopft haben, ne? Dann nach hier, weil die Tür war ursprünglich mal gesperrt. Das war eigentlich doch alles so slalommäßig aufgebaut. Ist das das Lagerfeuer zu der Kiste? Ich bin mir unsicher. Warum haben wir die Kiste noch nicht gemacht? Oh Gott, da unten haben wir halt einfach richtig viel noch nicht gemacht, ne? Aber ja, wir wollten jetzt, bevor wir es zum 8. Mal verschieben, in die Stadt. Vielleicht müssen wir vorher noch ein bisschen Zaun wegmachen. Nicht den ganzen, aber ein bisschen. So, hier ein bisschen, da ein bisschen, so Schritt für Schritt. Ich finde das ganz okay. Ja, auch einfach direkt an der Kiste, da bietet sich das einfach an. Ne? Gut, dann lager halt nicht ein, dann mache ich jetzt das erst auch noch platt. Darf ich jetzt bitte einlagern? Danke. Der Baum steht schon einfach im Weg. Toll, aber ein Baumstumpf bleibt da. Danke für nichts. Nee, nicht dahin. Runter ist schon richtig. Wo Bäume, die im Weg stehen. So, schnelle Fortbewegung nach Mittstadt.
Weißt du was? Das hilft dir nichts. Kein Bock, da immer außen drum herum zu krüppeln. Wir wollten diese Pilze mitnehmen. Das ist der einzige Grund, warum wir hier sind. Nee, wir wollten die Straße da hoch. Naja. Und eventuell auf dem Weg ein paar Autos kaputt machen. Weil hier ja genug rumstehen. Wie wir einfach auch seit Stunden die Gasmaske aufhaben und jetzt einfach problemlos deswegen hier rein können. Ich dachte mir gerade schon so, seit wann kann ich hier problemlos reinlaufen? Es wäre halt total gut, wenn man so endgame-mäßig noch das ganze Gas irgendwo entfernen könnte. Das wäre halt schick. Wobei es auch nicht wirklich nötig ist. Ach, das ist noch so ein Hinweis für den Pioneer Park. Okay, für den Hammer quasi. Oh Gott, wie hier einfach noch fast 70 Gegner leben. Geht sogar nun nicht. Oh, ein Holzhaus. Nun. Das willst du doch als Gegner auch nicht, oder? Wenn schon vor dir die Wände zersplittern. Du weißt einfach, okay, ich habe jetzt direkt gelitten, schade. Haus. Aber war hier nicht auch noch irgendwo ein Gegner? Ich habe gerade auf der Minimap noch irgendwo was gesehen. Ach, der war noch weiter unten. Ah. Na, dann können wir auch das Ding nehmen. Zerlegen, Alter. Es wird trotzdem noch lange dauern. Aber es wird einfach so viel schneller gehen. Es ist halt einfach so übertrieben, ne? Es ist so übertrieben. I love it. Es ist einfach fantastisch. Das nächste Holzhaus. Ja, da zügle ich mich mal. Bei dem Holzhaus da unten. Wir sind ja eigentlich aus einem anderen Grund hier. Eigentlich. Das ganze Gekröse steht da oben, lag noch ein Blatt, das wäre nur mitgegangen. Na, was soll's. So. Das ist doch relativ clean. So. Das einmal einlagern. Und dann. Wait. Dann fehlt tatsächlich im Untergrund noch eins. Spannend. Dann müssen wir nochmal in den Untergrund. Dann muss ich da irgendwo eins vergessen haben. Interesting, aber hier sind noch zwei Radios auf jeden Fall irgendwo. Ziemlich weit unten da, okay.
erstmal gucken. Ich dachte, das wäre es hier dann, aber scheinbar nicht. Private Ecke ist halt auch einfach. Was? Ach, das ist so ein Zaun, okay. Deswegen komme ich da nicht durch. Man sieht ihn halt dank der ganzen Bäume einfach nicht. Überall hängen. So, noch weiter runter und weiter nach Westen, okay. Wie gut, dass die Türme einfach nicht respawnen. Das wäre einfach so richtig nervig. Gang schaffen. Das ist in der Stadt echt so das Nervigste am Anfang gewesen, dass man nirgendwo durchkam. Jetzt haben wir natürlich keinen Platz mehr für die Mana Pearls, aber das ist schon okay. Ist das? Das ist kein Holzhaus, sehr schön. Wo ist denn das Radio? Ach, da. Ja, okay, das kennen wir alles. Ich stürze mich mal hier runter, ne? Das letzte Radio. Ist das höher gelegen? Nee, da kommen wir einfach rein. Sehr schön. Boah, hier sind aber noch richtig viele Gegner. Achso, du bist einen weiter unten, ja, okay. Okay, dann sind wir zumindest bei unter 50. Komme ich denn da rein? Okay, wir nehmen den direkten Weg. Das andere ist mir jetzt einfach zu umständlich so, aber eigentlich sind wir nicht wegen der ganzen, also vielleicht auch wegen der ganzen Gegner hier. Ein bisschen aufräumen muss ja sein, in der Hinsicht. Davon stehen noch mehr. Gott, hier steht einfach noch richtig viel. Ah krass, das sind glaube ich die Sachen, wo wir alle mal dran vorbeigesneakt sind. So zweimal und sie dann einfach nicht nochmal gemacht haben. Nachdem sie das Finale mal respawned sind. Dann haben wir hier echt noch ein bisschen was aufzuräumen. Hi! Sind wir auf jeden Fall mal lang gewackelt. Also mehrfach sogar. So, dann sind es doch nur noch. Ja. Da hätte ich vorher auf meine Hitpoints achten sollen. Das war einfach richtig dumm. Aber es juckt mich halt einfach gar nicht. Es ist halt einfach so, ja, who cares? Ist einfach so richtig egal.
Aber dann sind es nur noch 31, wollte ich ursprünglich mal sagen. Brauche ich jetzt wirklich den Handschuh wieder? Gefunden. Hier war da auch gerade noch einer, oder? Ja, hätte ich doch genau sehen. Naja, Schnauze. So, und dann theoretisch hier irgendwo durch. Dann gehen wir jetzt halt erst hier hin, bevor wir die Leiche holen. Das ist auch okay. Weil hier ist der Grund, warum wir eigentlich hier sind. Das Rad. Hier unten? Da. Ja, Sammelpunkt für die Evakuierung. Interessiert niemanden. Holzwände? Leider nein. Okay. Das war jetzt sehr unspektakulär, also weil die Nachricht jetzt halt nicht doll war und es war, dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. Aber, wenn ich mich nicht vertue, wo sind sie denn? Es sind so viele Icons, ich sehe es nicht. Ist das bescheuert? Wo sind denn die Radios? Sind hier die Radios nicht mehr aufgelistet? Waren die Radios hier nie aufgelistet? Ich bin so verwirrt. Überlese ich sie gerade permanent. Standen die Radios da nie mit bei? Okay. Wenn du alle hast, sind sie nicht mehr auf der Liste? Das macht doch gar keinen Sinn. Alles andere ist doch auch noch auf der Liste, wenn sie vollständig sind. Also wenn es vollständig ist. Aber 69 Radios. Okay. Ich meine, es ist halt so die Sache, ne? Die Brunnen und die Lagerfeuer sind ja auch noch alle da. Ist halt super weird. Aber okay, dann da haben wir jetzt offenbar alle. Also es ist natürlich, es macht total Sinn, dass die verschwinden von der Liste. Weil die Icons verschwinden ja auch von der Map. Und alle anderen Icons bleiben. Also selbst wenn du sie nicht zerstörst, verschwinden ja die Icons. Die bleiben ja nicht grün markiert. Erschreckend logisch. Oh, wir haben sogar den ganzen Loot mitbekommen. Spannend. Okay, dann brauchen wir aber... wie kommen wir denn jetzt von hier am schnellsten in den Untergrund? Da oben, ne? Westeingang. Mit der Angel. Mit der Angel kommen wir hier nicht weit. Dann würde ich da... Oh Gott, da leben auch alle Monster wieder, ne? Das ist halt richtig Cancer. Ah, wobei, wir könnten jetzt mal gucken. Aber der Untergrund ist schon einfach sein eigenes Gebiet, ne? Also der wird wahrscheinlich nicht von dem Crown Tower betroffen sein. Na, gucken wir gleich mal. Finden wir es raus. Ich mag, dass wir diese Wände kaputt machen können.
Okay, hier kommen wir aber nicht zum Untergrund hin. Da müssen wir schon wieder noch ein Stück nach links und dann hoch, oder? Ja. Wie hier noch so ein fetter Bus auf der Minimap steht, der einfach nicht mehr da ist. Ich fülle mal kurz meinen Stuff wieder auf. Also eigentlich sind es nur die zwei Kisten-Tool-Ladung, die wir jetzt wahrscheinlich für den Untergrund nicht wirklich bräuchten. Aber ganz ehrlich, mit der Waffe im Untergrund ist es natürlich auch einfach deutlich entspannter. Oh! Konnte ich dich denn bislang übersehen haben? Warum ist denn hier nicht... Ach, da sind wir nicht rausgegangen, ne? Weil wir da nicht rausgegangen sind, ist da nicht offen. Wie ungeil. Ja, gut, dann müssen wir wohl von der anderen Seite rein. Und dann ist da der nächste Punkt, war der hier oben, ne? Hatten wir gesagt, um da runterzukommen. Nee, das ist jetzt halt ultra der Laufweg.